Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Division. Janne, hör mich gerade nicht. Wir spielen ein wenig Dark Zone. Und Backup mal sehen, aktiviert. Wie lange es geht. System neu gebootet. Und schaltet mal wieder dazu. Vorsicht, Sie betreten die Dark Zone. Should we go to the extraction or? So, wollen wir hinter ihm her oder? Ja, ich habe ja einen Wegpunkt gesetzt. Ah, jetzt hier hoch, okay. Warte, wir können auch die Extraction mitnehmen. Player hier oben. Agent, ich nähere mich Ihrer Position. Drei Stück. Ja, wir warten, bis die anhängen. Wie viele? Drei. Stück. Da ist vier. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Der Cortex wieder dabei. Hallo. Tranknari. Filato. Hola, Putos. Hallo. Ladungsaufnahme erfolgt. Darf ich? Ciao. Sure. Okay, let's move. Okay, let's you move. Had nothing! Wer hat das gesagt? Einer von denen, oder was? Ja, ja, Spargel. Okay, warte, you have nothing. Wir Spargel hinterher, komm. Spargel, Spargel, Dagerroot, we follow you. Okay. You are the leader now. Ooh. Woo! Wie ist es eigentlich, wenn wir andere Spieler töten, bekomme ich dann nur Dark Zone oder vor allem ein Spieler? Bekomme ich nur Dark Zone Punkte, wenn wir welche drüber laufen oder auch allein schon fürs Umnieten? Du kriegst Dark Zone Punkte erst, also die EP, erst wenn du fertig bist mit dem Rogue. Okay, wird überleben. Ja. Okay, unten war ein Spieler drin. Ja, hier unten kann man sich nicht ganz so gut wehren, aber die auch nicht. Ach doch, ich hoffe, ihr könnt sich hier unten gut verkriechen, rumrennen. Ja, ich glaube, hier kann man sich gut zurückfallen lassen, weil da kannst du halt auch mal schön im Kreis rennen. Das Ding ist, du kannst ja einfach unter den Straßenblocks durchlaufen, während die in die eine Straße einbiegen, um zu dir zu kommen, bist du dann schon längst wieder auf der anderen Seite. Verstehst du? Ja. Und wichtig ist eigentlich nur, dass ihr nicht gehittet werdet, weder von NPCs noch von Spielern, dann läuft die Zeit auch nonstop weiter. Ja, auch wenn ich von NPCs gehittet werde. Dann hält der Timer auch an. Deswegen ist auch der Scan relativ wichtig, damit du immer voraus clearen kannst eigentlich, was man so alles sieht. Ja, also wer alles auf einen zuläuft. Pack es gleich rein, wenn mal durch. Ich habe halt die Blendgranate, ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich würde die Barrikade wahrscheinlich austauschen. Ich würde den Heal auch drin lassen. Spieler. Dann haben ist wir jetzt noch einer. Die Barrikade aus. Geradeaus weiterlaufen und dann links. Aber. Let him. Let him, hier lang. Yeah. Hier lang. Da kommt ein Spieler raus. Flyer right side.
beweisen ihre Zugehörigkeit zur Division. Okay, jetzt dadurch Moment schon, ja. Werden sie als Abtrünniger markiert. Was ist für Barrikade austauschen? Ja, gegen den Gern zum Beispiel. Das wäre wahrscheinlich für die Gruppe ganz ordentlich. Ja, mach ich. Wow, we've got a long time, eh? Yes, but yesterday we survived it four or five times. It's manhunt, yeah, and true. Now the timer isn't reset or get higher, only you stop if you get hit. Ah, okay, wenn wir jetzt einen umlegen, dann fängt er nicht wieder bei 300 an. Nein. Man kriegt einen Arsch für Punkte. Ja. Nice. So will ich das sehen. I'm following you now, survival. Yo, no problem. You are the leader now. Na, vielleicht sollte ich mal nachladen, sehe ich gerade. I'm just gonna try and throw them off the. Warte, wer hat mich gerufen? Weiß nicht. Nicht. Das ist eine Sackgasse, da geht's nicht weiter, Leute. Hinter lang. Hier lang. Komm ich hier nicht hoch, jetzt. Weil immer irgendwie nur ein Spieler. Ja, uns ist ein Spieler. Hinter uns? Ein Player. Kämpfen oder stehen bleiben? Ah, he's pretty far away. We can probably leave him. Okay. In the north. Ist es eigentlich mein Timer? Ist jetzt unterschiedlich als Lars, weil Lars wurde hier angeschossen. Left side. Ich zuerst raus bin und wir töten wieder, bin ich dann wieder drin im Spiel? Nein, also ja, wenn wir wieder einen töten und du in der Nähe von unserem Spot bist, ja. Okay. Bist du aber weit genug vom Squad entfernt, passiert dir nix. Right side. Ah, super, ich bin schon wieder gehittet worden. Left side. Du bringst uns gerade wieder komplett in die Mitte, ne? Ne, nicht ganz. Nächstes Mal am besten rechts und dann nochmal nach links kommen, oh. Ja. Sackgasse, glaube ich. Wäre uncool. Lass die einfach weiterlaufen. Ja, kannst du auch im Gehen machen. Oh, und danke zum Schlüssel. Damage schreiben wir jetzt. Ich warte kurz auf euch. Keine Spieler, lol. Ne. Ach, selten erlebt. Noch 2 Minuten 30. Ja, ich bin gleich raus. 80 Sekunden. Ja, 100 Sekunden noch. Hier ist Vision Tech. Ja, aber. Da könnte man es oben verkriechen, ne? Nicht hier, sondern bei dem anderen. Mhm. Sorry guys, but I have to leave after the manhunt. Yeah, no worries. Links ist jemand, der gesucht wird. Links ist ein Rogue. Ja, aber ist mir gerade egal. Yeah, yes. Probably a little bit more important than playing Division. Yes, yes. Wir könnten ja die U-Bahn hier. You love to kick the pylons, what? You are the leader. Hm? Follow the leader. Ich hab nur gesagt, dass er der Leader ist.
Oh ja, ich bin der, ja. Nee, ich meine jetzt für voraus kann laufen. Warnung, die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet. 30 Seconds vor mir. Ja, ab einer gewissen Reichweite siehst du die Leute. Gerade bei Manhunt. Bei Manhunt ist sie größer, bei den Dark Zones. Also auf der Map, wenn du die aufmachst, nicht. Auf der Minimap wird es aber angezeigt, so wie die oben. Sie verlassen jetzt das und die Entfernung für Manhunt ist natürlich größer als für die, die sagen wir mal normal sind. Ja, ich komme jetzt. So, ich bin durch. Bestätigt. Abtrünnigen-Status nicht länger aktiv. Rufen. Komm gleich, 5 Minuten. Das hier hinter. Gut. Hätten wir die Menschenjagd überlebt? Sicher? Die Tragen. Ja. So, alle sauber, ne? Ja. Ja, würde sagen, erfolgreich. Sorry about that, that's probably a smoke. Right, we probably extract then. Wir kennen Hunt the Rogue. I think he's not rogue anymore. Around about 10 minutes left for me. Go for the rogues. Okay. If they're... Are we hunting or extracting? I think we should hunt. Yes. Yes. And if we don't reach them, we can take the library. Yeah. Ah, fuck a boss. Fuck a boss. Let's take him out. Take him out. Sind es 2? 3 befürchte ich. 3, ja. Aber die Vokes gestern haben wir da auch weggemacht wie nichts. Weiß aber nichts. Ich weiß. Ich will damit nur sagen, next, dass das möglich ist. Ja, du, alles ist möglich.
Und ich kann von mir behaupten, ich cheate nicht. Ja, das war der letzte. I think the rocks are gone. Ich mache heute Springübung. Da sind sie wieder, Vokes, vor uns. Vokes in die Straße runter. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Wollte ich nur sagen. Zwei Stück. Da oben sind sie. 99 Sekunden, 160, drei Stück. Die sind auf der Tankstelle. Hab sie erwischt. Das ist Cortex, Alter. Menschenjagd oben. Ja, aber zwei von denen halten nichts aus. Einfach auf die anderen gehen. Wenn wir die beiden anderen weg haben. Dann Focus Cortex. Hab ich da unten. Sie haben einen abtrünnigen Agenten neutralisiert. Ein abtrünniger Agent neutralisiert. Was? Okay. I don't know which ones are your ones. Aim for Cortex. Erzähl, Alter, wie hält der aus? Kann mir keiner erzählen. Nimmst du wenigstens gerade auf? Ja, ja. Hab ihn. Oder wir haben ihn. It was an accident. Yeah, don't shoot. It was an accident. It was an don't accident. Shoot. Or were we just fighting? Last warning. Whew. Please. Good job, boys. He took a lot of fucking shots. Well, good job, everyone. Oh, ich bin down. Weiß ich, was mich... Ah, MPs, oh, nee, Spieler, oder? Accidentally.
we got caught in a crossfire. Got a bit messy. Ich werde angegriffen. Was bist du denn? Ja, der Spieler denn? Schießt auf uns. Leave us alone, man. It was an accident. We're not rogue. Jetzt haben sie mich. Just leave. Please. What the fuck, guys? Ja, die hinter euch. We're accidentally rogue. Sind die anderen, die wir eben umgelegt haben. What's happening? Are you rogue or not? No, we accidentally went rogue, and then this guy. It was an accident when we fight against the rogues. And now the rogues come back and fight us.